Monsieur! Aber Monsieur, was tun Sie da? Sie können sich doch auf einem öffentlichen Platz nicht ausziehen. Wenn Sie betrunken sind... Der ist ja gar nicht betrunken. Er riecht nicht nach Wein, nicht nach Schnaps. Wohl einer von den fremden Diplomaten. Was ist los, Brigadier? Ein Unglücksfall? Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht, was ist. Ich mache meine Runde und komme eben dazu, wie der Herr, der da liegt, sich auszieht. Mitten auf der Place du Molard. Ich denke, er ist betrunken, aber da schwankt der Mann stärker, greift mit den Händen in die Luft, findet keinen Halt und knallt mit dem Hinterkopf auf das Pflaster. Mein lieber Brigadier, das ist eine Vergiftung. Ich bin Professor Dominici von der Universität Genf. Das Beste, Sie telefonieren sofort ans Spital. Haben Sie die Kleider schon untersucht? Keine Papiere? Nun, ich eben wollte... Von welcher Seite ist der Mann gekommen? Er stand da und zog sich aus. Ich werde an das Spital telefonieren. Ich habe dort noch Bekannte. Meinem Rufe wird man schneller Folge leisten als dem Ihren. Und während ich telefoniere, können Sie dort die Toilette untersuchen. Vielleicht finden Sie etwas. Jawohl, Professor. Professor! Professor! Halten Sie ihn! Wo ist denn jetzt der Professor? Verschwunden? Ah, Professor! Sie haben telefoniert! Ich habe ja gesagt, ich werde telefonieren. Was haben Sie denn? Er hat mir seinen Schädel in den Magen gerammt. Es ist mir nämlich jemand begegnet. Ein Mann in weißen Tennishosen. Er hat mich umgerannt. Sind Sie verletzt? Es geht. Aber was ist denn das dort? Was? Dort, vor der Toilette, in der er sie versteckt gehalten hat. Das hier, ein Bündel mit feinen Drähten. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Das kenne ich. Schauen Sie sich einen solchen Draht an. Den braucht man, um jene Hohlnadeln zu reinigen, deren sich Morphinisten bedienen, um sich mittels einer solchen Pravaschen Spritze das aufgelöste Gift in den Körper einzuverleiben. Das Sanitätsauto, da brauche ich wohl nicht länger hier zu bleiben. Ich bin müde. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Falls man mich braucht, werde ich immer zu erreichen sein. Gute Nacht. Aber, Monsieur le Professeur... Gute Nacht. Ich habe den Herrn nicht einmal gefragt, ob er den Mann da kennt. Deliriert er viel, Rosenstock? Eigentlich nicht, Dr. Thévenot. Er murmelt nur von Zeit zu Zeit unverständliche Worte. Ich glaube fast, es ist Englisch. So, Englisch. Go to hell! Rosenstock, Sie sprachkundiger Sohn der Ronestadt. Was heißt Sting? Sting, ein ungebräuchliches Wort, heißt stechen, wenn es sich um eine Biene handelt oder um eine Wespe. Oder sonst ein Insekt. Hallo, stimmt ja auffallend. Sehen Sie sich diesen Arm an. No? Ja. Der Fleck da am Ellenbogengelenk. Oh ja, ja. Sieht er nicht wie eine Injektion aus? Eine intravenöse Einspritzung. Vergiftet? Aber welches Gift? Was meinen Sie, Rosenstock, geliebtester meiner Schüler? Welche Diagnose wird Ihrem Hirn entsteigen, wie seinerzeit eine griechische Göttin dem Schädel Ihres Vaters? Was übrigens eine merkwürdige Art vegetativer Vermehrung war. Oh, verzeihen Sie den schlechten Witz. Also, woran krankt der junge Mann? Lassen Sie das Silber Ihrer Rede erklingen. Aber, Rosenstöcklein, bedenken Sie, Sie sind noch kein Professor, der mit nachtwandlerischer Sicherheit Kohl verzapfen darf. Was sagen Sie, junger Mann? Oh. Seltsam. Heute Nacht habe ich Dienst. Um 2.15 Uhr werde ich angerufen. Professor Dominici, mein Lieblingsprofessor, teilt mir mit, er habe an der Place du Molard einen jungen Mann gefunden, der offenbar an einer Vergiftung erkrankt sei. Auf meine Frage, ob er den Patienten kenne, hängt der Professor ab. Er sprach sonderbar unfrei am Telefon. Er wiederholte sich oft. Ich hatte Mühe, ihn zu verstehen. Sonderbar. Ein merkwürdiger Einstich.
Es sieht aus, als habe eine ungeschickte Hand eine intravenöse Injektion versucht. Und zwar scheint ein beträchtliches Quantum Gift eingespritzt worden zu sein. Heroin, Codein, Morphin, Hyoscyamin, Bilsenkraut. Das hatte eine große Beliebtheit bei den Hexen des Mittelalters. Ihre Flugträume hingen mit dieser Pflanze zusammen. Sie nahmen das Zeug äußerlich, die Hexen, als Salbe, so viel ich mich erinnere. Haben Sie die Frage einmal studiert, Dr. Thévenot? Das sind Dinge, die auch Fräulein Dr. Madge Lemoine, Ihre Verlobte, interessieren dürften, da sie doch zur Seelenkunde übergegangen ist. Ach, hören Sie auf, Sie Schwätzer. Man merkt, dass Sie von einer Frau geboren wurden. Ich bin ja einverstanden mit Ihnen. Hier ist Siamen natürlich. Wird schwer nachzuweisen sein. Na, wer sind Sie? Was wollen Sie hier bitte? Lassen Sie mich! Ein armer Junge. Was fällt Ihnen ein? Ein armer Junge. Holen Sie die Frau zurück, Rosenstock. Jawohl, Chef. Ja, doch. Was ist denn? Dr. Thévenot, es will Sie jemand am Telefon sprechen. Mann oder Frau? Mann. Gut. Hier Stadtpolizei. Kommissär Peewee. Ah, Peewee. Wir kennen uns ja. Guten Tag, Doktor. Hören Sie, was hat der junge Mann, den Sie da behandeln? Tja, das ist eine mysteriöse Angelegenheit. Wieso mysteriös? Hyoscyaminvergiftung. Was sagen Sie? Das werde ich mir nie merken können. Sieht nach Mordversuch aus. Ich sage ja immer, seit dieser verdammte Völkerbund unsere Stadt unsicher macht, hat man nur Scherereien. Na, scheint ein Ausländer zu sein. Was sage ich? Wahrscheinlich einer von einer fremden Delegation. Machen Sie sich nicht allzu große Sorgen, wir bringen ihn wahrscheinlich durch. Desto besser. Keine Anhaltspunkte? Ich meine, was seine Personalien betrifft. Nichts. Fragen Sie Professor Dominicé, vielleicht weiß er etwas. Er hat ihn gefunden. Danke, Doktor. Leben Sie wohl. Wiedersehen, Kommissär. Nun, Rosenstöcklein, haben Sie das fremde Fräulein erwischt? Leider nein, Chef. Sie war schon weg. Schade. Sie schien den Patienten zu kennen. Apropos, eins, Herr Eric Bosé möchte mit seinem Kammerdiener beim Kranken vorgelassen werden. War es seine Exzellenz, der Landpfleger dieses indischen Randstaates? Es scheint so. Was will er denn? Keine Ahnung. Na, herein mit ihm. Wenn Sie sich die Mühe nehmen wollen, Exzellenz. Warten Sie hier, Charles. Guten Tag, Herr Doktor. Exzellenz, Sie möchten unseren Patienten... Hello, boy. Was ist denn los mit dir? Kennen Sie den Patienten, Exzellenz? Natürlich. Das ist mein Sekretär, Walter Crawley. Oh, und woher wissen Sie, dass er sich hier befindet? Ein Professor Dominicé hat mich angerufen und gesagt, er habe meinen Sekretär gestern Nacht auf der Straße gefunden. Ah. Ist Ihnen in der letzten Zeit etwas Absonderliches an ihm aufgefallen? Jetzt, wo Sie danach fragen, tatsächlich. Er war zerstreut, bedrückt. Ich habe immer gedacht, es würde vorübergehen. Wenn Sie meine Angaben der Polizei mitteilen wollen, bitte sehr. Übrigens stehe ich Ihnen auch immer gerne zur Verfügung. Haben Sie übrigens die Kleider des Kranken durchsucht? Ich weiß nicht genau, aber wenn Sie selber... Sind Sie in diesem Schrank? Ich denke ja. Sind Sie in diesem Schrank, Rosenstock? Bitte, wollen Sie nachsehen hier? Ja. Nein, nichts. Oh, da, ja. Eine Visitenkarte von Professor Dominicé. Lieber Crawley, es wird mich freuen, Sie heute Abend gegen 8 Uhr bei mir zu sehen. Freundschaftlich, Ihr D. Höchst bedenklich. Wieso bedenklich? Die Erklärung, die der Professor zweifellos geben kann, wird sicher höchst einfach sein. Wir werden sehen. Ich behalte die Karte und werde sie selber der Polizei übergeben. Moment mal. Charles, mein Kammerdiener. Charles, kommen Sie doch mal heran. Ja, Sir. Sagen Sie, Charles, hat Crawley nicht gestern Abend jenen Vertragsentwurf mitgenommen, zum Abschreiben, wie er sagte? Charles, dieser Vertrag ist wichtig, unendlich wichtig. Wenn der ihn... Oh Gott, das interessiert Sie nicht. Hat er ihn mitgenommen? Mr. Crawley trug eine Aktenmappe, jawohl, Sir. Er sagte, er wolle noch jemandem diktieren, es könne länger dauern. Ich hatte gestern Abend zu tun, sonst wäre ich ihm gefolgt. Die Mappe ist nicht unter seinen Sachen. Das ist sehr ärgerlich. Was ist Ihnen? Crawley, mein Lieber, was ist denn? Pop, Rosenstock, die Spritze Coramin, schnell. Ja, was ist denn mit ihm? Er stirbt. Er ist tot. Schön, dass du gleich gekommen bist, Simp. Wenn Charles, der Kammerdiener von Sir Eric, ruft, dann ist ganz sicher der Teufel los.
Die Sache stinkt mir zum Hals heraus. Ich kann es allein nicht mehr deichseln. Und seit der Junge hat dran glauben müssen, habe ich keine Ruhe mehr. Mhm. Weil ja, ja, der große Chef in London weiß, dass ich unseren besten Geheimagenten Mr. Simpson Cyril O'Kay angefordert habe. Dann ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung, Simp. Baranov scheint in die Sache verwickelt zu sein. Was? Agent 72? Mhm. Und durch Baranov ein alter Professor. Dominic C. heißt er übrigens. Mhm. Und es sind Pläne verschwunden. Und ein Bündnisentwurf. Und ein Projekt, das der Herr Landpfleger so sehr vermisst, dass er seine abendliche Gin-Ration verdoppelt hat. Kann man sich hier auf jemanden verlassen? Der große Chef hat mir eine Empfehlung mitgegeben an den Staatsrat Martinet, den Chef des Justiz- und Polizeidepartements. Die kannst du haben. Als was willst du auftreten? Der Londoner Globe hat mir telegrafiert. Ich soll hier die Spezialreportage übernehmen. Der Fall des Sekretärs Crawley hat in England viel Staub aufgewirbelt. Das wird genügen. Glaubst du nicht auch, Conan? Psst. Keine Titel hier, wenn ich bitten darf. Man kann nie wissen. Nenn mich Charles. Also unser alter Freund Baranov hat wieder einmal die Finger im Spiel. Ja. Und dieser Professor Dominic kennt Baranov. Er hat übrigens Crawley gefunden. Seine Haushälterin sollte man auch im Auge behalten. Sie heißt Bouchon und ist eine recht undurchsichtige Figur. Hier scheint es von undurchsichtigen Figuren nur so zu wimmeln. Sie haben offenbar kein Glück mit Ihren Mietern, Madame Bouchon. Dieser Pierre Niedecker ist jetzt schon der zweite Fall, den Sie uns hier in Belair einliefern. Das stimmt, Fräulein Dr. Lemoine. Können Sie mir nichts Näheres erzählen, Madame Bouchon? Sie sind doch die Haushälterin von Professor Dominic. Ja, aber ich wohne nicht beim Professor. Und nebenher vermiete ich Zimmer. Ist Ihnen je etwas Ungewöhnliches an diesem Büroangestellten Pierre Niedecker aufgefallen? In der letzten Zeit habe ich oft aus seinem Zimmer eine laute, eintönige Stimme gehört, die scheinbar diktierte. Und seit dieser Zeit hat er sich verändert. Er roch oft nach Alkohol, kam spät in der Nacht nach Hause und wurde furchtbar misstrauisch. Er behauptete, er werde verfolgt, aber er müsse erst noch die Beweise finden, dass er ermordet werden solle. Ach! Ja, vorletzte Nacht kehrte er mit beschmutzten Kleidern erst morgens gegen 6 Uhr heim. Seine weißen Tennishosen vor allem waren in einem traurigen Zustand. Und als ich ihn fragte, wo er denn gewesen sei, er gab er keine Antwort. Und er legte sich ins Bett und schlief. Bis gegen Abend. Dann ging er wieder aus und kam kurz vor Mitternacht heim. Er schien betrunken. Seine Schritte waren unsicher. Und als ich ihm morgens um 10 das Frühstück bringen wollte, bedrohte er mich und sprach Zeug wie Monsieur Pierre hat Angst und so weiter. Wie? Und ich habe ihn gefragt, warum, aber er antwortete nicht. Ich dachte an einen Fieberanfall, ließ einen Arzt holen. Der gab ihm eine Spritze und riet mir, ihn hierher nach Belair zu bringen. Sie haben gut daran getan, sofort das Nötige zu veranlassen. Adieu, Madame Bouchon. Au revoir, Fräulein Dr. Lemoine. Dr. Lemoine? Dr. Thévenot fragt nach Ihnen. Dann verbinden Sie mich bitte. Er ist im Haus. Ah, fein. Er soll doch bitte raufkommen. Und geben Sie mir doch rasch den Pfleger, der den neuen Patienten betreut. Einen Augenblick, ich verbinde Sie mit Johnny. Ja, Johnny? Was macht Niedecker, Ihr neuer Patient, Johnny? Viel ist aus ihm nicht herauszukriegen, Fräulein Doktor. Er hat ganz einfach Angst. Und er wiederholt Stereotyp. Monsieur Pierre hat Angst. Und Sie wollen mich nicht fliegen lassen. Und weiter sagt er nichts? Doch. Als ich ihn fragte, wer denn, antwortete er, der alte Mann mit dem weißen Bart und die dicke Frau. Und dann sagte er noch, die Luft riecht gut, aber sie ist zu leicht. Sie trägt Monsieur Pierre nicht. Er hat eine steife Mimik. Sein Affekt ist inadäquat. Haben Sie ihn denn nicht gefragt, wer der Mann mit dem weißen Bart ist? Oh doch. Er sagt, es sei der Apostel Petrus. Und er sage ihm, er sei schuldig, denn er habe einen Mord nicht verhütet. Und dann faselte er etwas von einem Meister der goldenen Himmel, der ihn verfolge. Dann wurde er wieder so erregt, dass ich ihm 1 Kubikzentimeter Morphium Scopolamin subkutan verabfolgt habe. Jetzt schläft Niedecker.
Gut, lassen Sie ihn keinen Augenblick allein. Jawohl, Dr. Lemoine. Herein. Du siehst so besorgt aus, Marsh. Was ist los? Wie schön, dass du gekommen bist, Johnny. Schließlich habe ich ja meiner Verlobten gegenüber auch gewisse Verpflichtungen, nicht wahr, mein Liebes? Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Du musst mir raten. Was ist denn geschehen? Diese furchtbare Jeanne Pochon hat uns schon wieder einen ihrer Untermieter gebracht. Zuerst dieser Corbin und jetzt Niedecker. Jeanne Pochon, die Haushälterin des Meisters? Meister? Welcher Meister? Professor Dominici. Ich war doch als Student in seinen Vorlesungen und wir haben ihn immer den Meister genannt. Warum findest du Jeanne Pochon so furchtbar? Sieht aus wie eine fette Hexe. Zugegeben, Masch, sie sieht nicht schön aus. Und sie ist sogar ein ehemaliges Medium. Der Meister, ich meine Professor Dominici, hat sie in einem spiritistischen Zirkel kennengelernt, als er sich mit seinem Buch über okkulte Fragen beschäftigte. Übrigens, ist dieser Bankbeamte... Corba? Ja, ist immer noch bei euch? Oh ja. Allerdings geht es ihm jetzt besser. Wir dachten ja anfänglich ja leider an Alkoholdelirium. Er sprach immer von Stechen. Aber es stellte sich dann heraus, dass es Schizophrenie war. Weißt du, Johnny, ich glaube, ich bin meinem Beruf nicht gewachsen. Da kommt plötzlich so ein armes Menschlein mit einer Seele, an der andere herumgepfuscht haben. Das ganze Werk ist in Unordnung geraten und nun soll man helfen. Ach, warum bin ich nicht Uhrmacher geworden? Da könnte ich das Werk auseinandernehmen, hier eine Schraube anziehen, dort eine Achse ölen und dann ginge die Uhr wieder. Aber bei einem Menschen, Spritzen, Schlafmittel, Bad und warten. Warten, bis der Mann sich entschließt, von selber wieder gesund zu werden. Ich weiß, ich drücke mich ganz unwissenschaftlich aus, aber... Nein, nein, du hast ganz recht, Marge. Wir sind alle nur jämmerliche Stümper. Was ist los, Johnny? Hast du auch Sorgen? Wenn dich Niedecker beschäftigt, so kann ich diesen Crawley nicht vergessen. Ich war fest überzeugt, ihn durchzubringen. Und da kam diese plötzliche Verschlechterung. Sein Tod ist mir rätselhaft. Er passt gar nicht zu der Diagnose, die ich am Anfang mit Rosenstock gestellt habe. Dieser gespannte Bogen des Körpers, die verkrampften Backenknochen. Man könnte fast glauben, es sei ihm im Spital noch ein anderes Gift beigebracht worden. Und dann diese geheimnisvolle Frau, die plötzlich im Krankenzimmer erschien und sofort wieder verschwand. Ich erinnere mich genau, dass sie ihre Handtasche neben den Topf mit dem Tee gelegt hatte. Meinst du, ich sollte der Polizei von diesem Niedecker erzählen? Na, ich glaube nicht. Entschuldige, Johnny. Lemoine? Herr Rosenstock möchte Sie sprechen. Hallo, hallo, hier Rosenstock. Lemoine, guten Tag, Herr Rosenstock. Wie geht's Ihnen? Schlecht. Warum? Ist Dr. Thevenot bei Ihnen? Ja, einen Augenblick bitte. Danke. Johnny, dein Assistent möchte dich sprechen. Ja, danke. Ja, Rosenstock, was ist los? Der Teufel ist los. Schon wieder ist ein Patient mit genau den gleichen Symptomen wie bei Crawley eingeliefert worden. Was sagen Sie? Ja, die genau gleichen Symptome wie bei Crawley. Ein Mann namens Ältester, ein Apotheker. Na, das soll doch das Donnerwetter... Was ist, Johnny? Ach, auch wir haben Fall Nummer 2. Ah, mein Lieber, okay, Sie kommen etwas spät. Der ganze Zauber ist schon beinahe vorbei. Ihre Leser in London scheinen punkto Aktualität nicht verwöhnt zu sein. Wäre ja noch schöner, wenn die Journalisten bereits vor den Staatsanwälten an den Tatorten anzutreffen wären. Guten Tag, Monsieur de Mosier. Was ist mit dem Opfer? Lebt es noch? Ja, Ältester lebt noch. Vergiftung, man hat ihn ins Spital gebracht. Mhm. Hat man eine Ahnung, wie... Der rechte Ärmel des Apothekers war zurückgestreift. In der Ellenbogenbeuge war ein roter Flecken. Ah, PV! Darf ich Ihnen Mr. O'Kay vom Londoner Globe vorstellen? Unser Kommissar PV wird sehr erfreut sein, einen so hervorragenden Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre. Und nun überlasse ich euch zwei Spürhunden das Schlachtfeld. Monsieur? Au revoir, Herr Staatsanwalt. Monsieur de Mosier. Hören Sie, mein lieber Kommissar. Ich weiß, Sie sind nicht entzückt von meiner Anwesenheit, aber wahrscheinlich meinen Sie, ich sei einer dieser langweiligen Engländer, die immer etwas zu reklamieren haben. Nein, Sie täuschen sich. Erstens bin ich Ihre, zweitens trinke ich nicht nur Tee, sondern auch stärkere, erfreulichere Getränke. Aber und drittens sehe ich, dass auch Sie Junggeselle sind. Wir wollen die Sache nun so deichseln. Wir schauen uns hier ein wenig um und dann gehen wir zusammen essen und besprechen die Sache in Ruhe und Frieden. Die Wahl des Restaurants überlasse ich Ihnen. Schweizer Weine kenne ich noch nicht. Da müssen Sie mich erst einweihen. Zu viel Ehre. Gott sei Dank ist der Oberbonzer abgeschoben. Der versteht ja sowieso nichts von der Sache. Wie alle Bonzen.
Habe ich nicht recht? Abgemacht. Sie gefallen mir. Hier scheint ja allerhand los gewesen zu sein. Ob die Verbrecher das gefunden haben, was sie suchten? Ja, da vor dem Ladentisch. Da lag der Körper des Apothekers. Und daneben, da habe ich das hier gefunden. Ein Bündel kurzer Drähte. Ach. Und der Giftschrank hier? Ja, aufgebrochen. Wenn Sie wollen, durchsuchen wir noch das Wohnzimmer. Hier ist, glaube ich, nicht mehr viel zu finden. Sieht schon etwas gemütlicher aus. Ja. In diesem Ofen sind Papiere verbrannt worden. Das hat ein Spezialist gemacht. Die Asche ist sorgfältig zu Pulver zerrieben worden. Nur alte Rechnungen. Ja. Hier ist eine Schublade geklemmt. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, was haben wir denn da? Was zum Kuckuck ist denn das? Ein gelbes Seidenband und diese Münze. Lassen Sie mich einmal sehen. Ein Mann ist auf der Münze. Ein nackter Mann mit Fliegenflügeln. Sein Gesicht ist von einer Maske bedeckt. Und hier steht etwas griechisch. Können Sie griechisch, Mr. Oki? Kaula kausaulasau. Basilidionische Gnosis. Zweites bis drittes Jahrhundert. Alexandrien. Bitte? Ein Amulett. Ah. Die Gnosis des Basilides gehört schon zu den Degenerationserscheinungen dieser religiösen Erkenntnis. Beschäftigt sich nur noch mit Magie. Schwarzer oder weißer, ganz nach Wunsch. Aha. Der Mann da mit den Fliegenflügeln wird wohl Abraxas sein. Der Feind des Weltenschöpfers. Der Ahne unseres Luzifers. Drehen Sie doch die Münze mal um. Ja. Sehen Sie? Das Pentagramm mit der Spitze nach unten. Also schwarze Magie. Aha. Ja, und das Band? Ein Stirnband, ohne Zweifel. Diese kleinen Schlitze dienen wohl dazu, ein Tuch, das das Gesicht verdeckt, anzubringen. Bestandteil eines Ornates. Entschuldigen Sie, aber ich kann nicht anders. Wenn ich mir diesen alten Lumpen Ältester, Gott sei seiner Seele gnädig, denn er hat viele Leute ruiniert, wenn ich mir diesen alten Lumpen als hohe Priester vorstelle, so lächert es mich gewaltig. Schauen wir uns doch einmal in der Küche um. Ja. Ein Wollschal. Oh, Pfui Teufel. Riecht nach alter Frau. Kampferspiritus. Sehen Sie sich einmal das an, das ist interessant. Und ein Fingerabdruck scheint auch drauf zu sein. Ein Daumen. Ein kleiner Daumen. Von einer Frau. Ja. Was ist in der Flasche? Weiß der Teufel. Folia hyosciami steht drauf. Und hier noch ein altes Pergament. Zerrissen. Ist das ein Rezept? Geben Sie mal her. Ja, bitte. Nomi recipitatu atropabel monstrac assafoe misce subsincum olio. Einiges verstehe ich schon. Sicher ein Rezept aus einem alten Zauberbuch. Oh. Ein Glück, dass ich mich einmal mit Chemie beschäftigt habe, bevor ich Reporter geworden bin. Können Sie es übersetzen? Ja, ich glaube schon. Das erste heißt im Namen. Wohl im Namen unseres Freundes mit den Fliegenflügeln. Aha, ja. Dann kommt Recipe, der Beginn des Rezeptes. Datu ist auf Datura zu ergänzen. Das nächste Atropa Belladonna, Tollkirsche. Dann folgt Mandragora. Kennen Sie sicher die Alraune-Wurzel, die unter dem Galgen wächst und menschliche Gestalt hat, aber ein Tropein enthält. Also, ja. Ja. Dann das Feinste vom Ganzen, Asafoetida, faules Fleisch. Oh. Und alle diese Ingredienzien sind zu mischen mit Bittermandelöl. Und zwar unter irgendeinem astrologischen Zeichen. Aber das ist doch finsterstes Mittelalter. Allerdings. Und dass sich das Rezept dieser Hexensalbe gerade in der puritanischen Stadt Genf erhalten hat, ist eine zarte Ironie des Schicksals. Denn ich sage Ihnen vielleicht nichts Neues, wenn ich Sie daran erinnere, dass eine Hexensalbe zugleich ein sehr wirksames Aphrodisiakum war. Eine Salbe, welche die Liebe weckte. Und wenn ich Liebe sage,
So meine ich deren fleischlichste Form. Haben Sie Mitleid mit mir, Mr. O'Kane? Aber natürlich, mein lieber Kommissar. Jetzt gehen wir essen. Mehr ist wohl hier nicht mehr herauszufinden. Ich habe noch eine Frage, Mr. O'Kane. Hm? Ich irre mich doch nicht in der Annahme, dass Sie hier in dieser Apotheke waren, bevor die Polizei auf den Plan erschien. Dieser zweite Auftritt war doch nur Mache, oder? Alle Achtung, Piri. Sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Ja, ich war schon vorher da. Und wie kam es, dass Sie von dem Mordversuch wussten? Weil ich Professor Dominici gefolgt bin. Dominici? Ja. Ich habe mich gestern Abend vor seinem Haus postiert. Ein Auto hat ihn um 9 Uhr abgeholt. Ich bin ihm nachgefahren, dem guten Professor. Er hat sehr geheimnisvoll getan, als er in der Apotheke verschwand. Um 11 Uhr ist die dicke Dame, die heute Morgen um 5 Uhr mit ihm fortgegangen ist, angekommen, hat geklopft und ist eingelassen worden. Und der Zeitungsverkäufer Gattino hat die beiden gesehen. Um Mitternacht bin ich schlafen gegangen und heute Morgen war ich zeitig wieder da. Aber da war es schon passiert. Ein Junge hatte das Stöhnen gehört und die Polizei avisiert. Warum sind Sie eigentlich nicht bei der Polizei, Mr. O'Keefe? Hm? Diese beiden Fälle müssen zusammenhängen. Da haben wir Professor Dominici, die beiden Bündel Drähte. Hm. Wir wissen ferner, dass sich der Professor mit spiritistischen Phänomenen beschäftigt, dass seine Haushälterin früher Medium war. Donnerwetter! Die dicke Frau, die mit dem Professor aus dem Haus des Apothekers gekommen ist, ist das... Natürlich ist das die Pouchon, Kommissar. Nur weiter. Ja, jetzt weiß ich nicht weiter. Denn einerseits behauptet dieser Sir Eric Bosé, ihm seien wichtige Dokumente entwendet worden, und diese Dokumente habe Crowley gehabt. Also ein Mord mit einem klaren politischen Hintergrund. Aber beim Apotheker scheint etwas anderes mitzuspielen. Sagen Sie, Mr. O'Keefe, was ist eigentlich mit diesen Hexensalben? Ein Rauschmittel, mein Lieber. Die armen Frauen hatten Visionen. Sie meinten zu fliegen. Sie rieben sich mit der Salbe ein, gewöhnlich die Körperstellen, wo die Haut dünn war, Achselhüllen und so weiter. Mhm. Dann klemmten sie sich einen Besenstiel zwischen die Beine, legten sich aufs Bett, sagten oben aus und nirgendan, und dann flogen sie zum Kamin hinaus, auf den Blocksberg, und trieben dort Unzucht mit dem Teufel, dem Herrn der Fliegen und anderen Gewürms. Und dafür wurden sie verbrannt, wenn man nämlich das Teufelszeichen an ihrem Körper entdeckte. Ich habe mir sagen lassen, der Apotheker sowohl als auch der junge Mann hätten in der Ellenbogenbeuge einen Einstich gehabt mit einem roten Hof darum. Ach, wie eine ungeschickt gemachte intravenöse Injektion. Na, vielleicht war es auch etwas anderes. So, und jetzt könnten wir vielleicht essen gehen. Guten Appetit. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Was machen Sie vor dem Haus von Professor Dominici? Mein Name ist Cyril Simpson O'Keefe, Reporter des Globe. Dr. Madge Lemoine. Mhm. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe einen Besuch zu machen. Sie wollen zu Professor Dominici? Nehmen Sie sich in Acht, Miss Lemoine. Der Professor wird beobachtet. Beobachtet? Von wem denn? Erstens von mir. Ja, ich muss ihn dringend sprechen, weiß aber, da ich ihn nicht kenne, nicht recht, wie ich es anstellen soll, seine Bekanntschaft zu machen. Und zweitens von dem Polizisten, der dort drüben vor sich hindöst und sein Amt mit einer bewunderungswürdigen Nachlässigkeit versieht. Wenn Sie also die Liebenswürdigkeit hätten, mich mitzunehmen, wäre mir sehr geholfen. Wenn Sie mir den Grund für Ihren Besuch angeben, dann könnte ich mich vielleicht dazu entschließen. Ich bin Journalist, Miss Lemoine. Ah? Und die Öffentlichkeit interessiert sich für die geheimnisvollen Vorgänge hier in Genf. Wenn ich den Professor interviewen könnte... Also gut, gehen wir, bevor der Polizist dort aufwacht. Guten Abend, Herr Professor. Mein liebes Kind, wie freundlich von Ihnen, mich zu besuchen. Aber Sie sind nicht allein. Nun, auch Ihr Begleiter ist mir willkommen. Guten Abend, Herr Professor. Mr. O'Keefe ist Reporter des Londoner Globe. Ich freue mich, Mr. O'Keefe. Bitte, treten Sie ein. Haben Sie besten Dank, Professor. Hier. Und was führt Sie zu mir, mein Kind? Tja, Sie machen mir Sorge.
Wissen Sie, dass sich die Polizei für Sie interessiert? Unten vor Ihrer Tür steht ein Polizist, der Sie beobachten und wohl auch Ihre Flucht verhindern soll. Flucht? Aber mein liebes Kind, ich denke doch gar nicht an Flucht. Ich bin ein alter, harmloser Mann, der ein vielleicht nicht ganz regelmäßiges Leben führt. Aber das ist doch noch kein Grund zu einer Verhaftung. Wo waren Sie letzte Nacht, Professor? Mein junger Freund, glauben Sie nicht, dass dies meine Privatangelegenheit ist? Nein, denn dort, wo Sie waren, ist ein Verbrechen begangen worden. Sind Sie ein Emissär der Polizei? Mr. O'Keefe ist Reporter. Woher kamen Sie, als Sie in jener Nacht den Sekretär Crawley fanden? Ich bin ein Nachtwandler, lieber Freund. Ich bin spazieren gegangen. Crawley war an jenem Abend bei Ihnen. Oder wollen Sie das leugnen? Leugnen? Was für sonderbare Worte gebrauchen Sie, mein junger Freund. Ja, Crawley war bei mir, das ist wahr. Er interessierte sich für eine neue Arbeit von mir, die er ins Englische übertragen wollte. Mhm. Und über diese Arbeit sprachen wir. Um 11 Uhr verließ er mich und als ich seinen Körper sah, später in der Nacht, so ist es gar nicht erstaunlich, dass ich ihn nicht erkannte. Das Gesicht war verkrampft, Crawley war halb entkleidet und Sie werden selbst wissen, wie sehr ein Mensch durch seine Kleidung verändert wird. Aber dass er vergiftet worden war, das wussten Sie sofort. Oh, Gifte, lieber Freund, sind meine Spezialität. Fragen Sie Dr. Tivenow, meinen Schüler. War Ältester, der Apotheker, ein guter Freund von Ihnen? Waren Sie so gut mit ihm bekannt, dass Sie auch nächtelang mit ihm zusammen sein konnten? Sie werden indiskret, junger Mann, und ich bewundere meine Geduld, die mich Ihre Fragen ertragen lässt. Sie müssen uns nicht für neugierig halten, Professor. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Verstehen Sie das nicht? Ja, ich glaube Ihnen, mein Kind, und auch Ihnen, junger Mann, glaube ich, den guten Willen. Sie wollen mir helfen, sagen Sie, aber Sie machen Ihre Hilfe abhängig von der Beantwortung einer Reihe von Fragen. Und diese Fragen kann ich nicht beantworten. Nein? Ich bin gebunden durch ein Versprechen. Nennen Sie es ruhig ein Gelübde. Mhm. Sie müssen mir einfach glauben, dass ich weder über Crawleys Tod noch über Ältesters Unfall etwas weiß. Diese Dinge sind geschehen ohne mein Zutun. Ich muss es einfach tragen, wenn ich verdächtigt werden sollte. Aber Professor, Sie werden eine Verhaftung doch gar nicht überstehen. Warum nicht? Mein liebes Kind, Sie haben noch viel zu lernen. Haben Sie noch nicht bemerkt, dass ich ein Morphinist bin? Ach. Und in meinem Alter eine Entwöhnungskur. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten werde. Sie entschuldigen mich. Leider ist Madame Pochon, meine Haushälterin, schon nach Hause gegangen. Ah, mein guter Tivenow. Guten Abend, Master. Ihre Verlobte leistet mir bereits Gesellschaft. Masch, du hier. Ich habe mir um unseren lieben Professor Sorgen gemacht. Und Johnny, das hier ist Mr. O'Keefe, ein Reporter aus England. Sehr angenehm, Mr. O'Keefe. Was ist dir, Johnny? Du siehst so bedrückt aus. Er ist uns doch abhanden gekommen. Wer? Ältester der Apotheke. Ach. Denken Sie, Meister, die Russin ist wieder da gewesen. Kurz vor dem Exitus. Sie kam ins Zimmer, beugte sich über den Kranken und dann verschwand sie wieder. Woher weißt du, dass es eine Russin ist? Sie hat einen russischen Akzent. Ich habe sie aufhalten wollen, nichts zu machen. Sie hätten eher einen Schatten aufhalten können. Was glauben Sie, Meister? Sollte ich der Polizei davon erzählen? Das wird nicht nötig sein, Tivenow. Madame Ponchon, ich hoffe, Sie haben meine Einladung nicht missverstanden. Es handelt sich, wie ich betonen möchte, nicht um eine Vorladung. Jawohl, Herr Kommissar. Wir möchten einige Dinge erfahren, über die Sie vielleicht Bescheid wissen. Übrigens, das ist Mr. O'Keefe, ein Freund von mir. Er ist Journalist, doch kann ich Ihnen versichern, es wird nichts in der hiesigen Presse erscheinen. Madame Ponchon, Sie sind Haushälterin bei Professor Dominici. Schon lange? 15 Jahre. Sie kannten natürlich jenen englischen Sekretär Crawley, der viel bei dem Professor verkehrte. Ich habe ihn gesehen, ein oder zweimal. Wer verkehrt sonst noch beim Professor? Meistens Ausländer. Ich kenne sie nicht. Wo haben Sie diesen Schal verloren, Madame Pochon? Nun, das hat ja nicht viel auf sich.
Vielleicht ist es auch gar nicht Ihr Schal. Es war nur eine einfache Frage. Er riecht auffallend stark nach Kampfer. Fällt Ihnen das nicht auf? Er gehört nicht mir. Nun gut, Madame Pochon. Der Professor beschäftigt sich viel mit Giften, nicht wahr? Ich kümmere mich nicht um seine Arbeiten. Nicht möglich. Sie, seine Mitarbeiterin. Denn es ist doch ein offenes Geheimnis, dass Sie früher ein bedeutendes Medium waren. Dass Professor Dominicé sogar ein Buch über Sie geschrieben hat, in welchem er einige Ihrer Unwahrheiten auf geniale Art entlarvt hat. Und Sie sollten nichts von seinen Arbeiten wissen. Es ist aber doch so. Aber dass er Morphinist ist, das wissen Sie. Ja. Ich habe ihm oft gesagt, er soll dieses Gift lassen. Aber es hat nichts genützt. Angefangen hat es vor einem Jahr, als der Professor Neuralgien hatte und nächtelang nicht schlafen konnte. Aber als die Schmerzen verschwanden, da war er schon süchtig. Er schrieb in einem Werk über Halluzinationen. Er sagte, er könne mit Morphium besser arbeiten. Er sammelte Material für sein Buch und wollte auch mit mir experimentieren. Aber ich bin zu alt. Ich falle nicht mehr in Trance. Und da hat er diesen Crawley entdeckt. Der war leicht beeinflussbar. Er ist viel mit dem Professor zusammen gewesen, bis... Nun? Bis? Sie haben sich gezankt. Ich habe nur gehört, dass der Professor etwas von unsauberen Machinationen gesagt hat. Wir haben hier eine Karte von Professor Dominicé, mit der er Crawley auf den Abend des 22. Juni zu sich einlädt. Sehr freundschaftlich sogar. Da muss doch eine Versöhnung stattgefunden haben, oder? Vielleicht. Wo waren Sie in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni? Ja, Sie haben richtig verstanden. In der Nacht, in der Älteste ermordet worden ist. Wo waren Sie da? Und dieser Schal gehört nicht Ihnen? Und Sie waren nie in einer Apotheke? Und der alte Professor hat sein Gift durch himmlische Boten bekommen? Himmlische Boten? Also, Sie geben zu, dass Sie in der Nacht vom 25. zum 26. Juni bei Ältester waren, zusammen mit Professor Dominicé. Sehen Sie sich einmal das an, Madame Ponchon. Wo haben Sie die Münze gefunden? Wissen Sie das nicht? Dort, wo wir Ihren Schal gefunden haben. Wollen Sie nicht zugeben, dass Sie den Apotheker gekannt haben? Sie sollten mir die Münze geben. Das ist nichts für Sie. Das könnte gefährlich werden. Halten Sie uns für Kinder, die sich vor Hexen und solchen Dingen fürchten? Oder etwa gar vor Geheimgesellschaften? Wollen Sie jetzt also bitte sagen, wo Sie sich in der bewussten Nacht aufgehalten haben? Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie gesehen worden sind. Das ist nicht gut möglich. Bis Mitternacht war ich mit Sir Eric Bosset zusammen. Was? Mit dem Diplomaten? Allerdings. Wie kommt es, dass Sie mit einem immerhin angesehenen Diplomaten so intim sind? Für wen halten Sie mich eigentlich? Ich stamme aus einer anständigen Familie. Und überhaupt habe ich genug von dieser Ausfragerei. Attalus III., Philometor, Sohn der Stratonike, letzter König von Pergamo, besaß einen Giftgarten, in dem wuchsen 132 verschiedene Pflanzenarten, als da sind Schierling, Bilsenkraut, Nieswurz und Akonit. Der römische Schriftsteller Flavius aber erzählt, dass in einem Feldzug gegen die Parther die Soldaten ein Kraut aßen, das Geisteskrankheit verursachte, bevor es tötete. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Lassen Sie die Frau gehen, Herr Kommissar. Was sie gesagt hat, wird sicher von Sir Eric Bosset bestätigt werden. Und das werden wir gleich jetzt herausfinden. War es wirklich nötig, dass wir uns in diesem Sumpf hier draußen treffen, Sim? Charles, verzeih meinen Anruf, aber es war wichtig. Sir Eric Bosset hat das Alibi der Pochon bestätigt. Klar, weiß ich doch, Simp. Und ich Idiot kann ihn nicht einmal widerlegen. Seit Jahren beschatte ich diesen Gauner und ausgerechnet an diesem Abend geht er mir durch die Latten. Aber ich sage ja, die dümmsten Leute werden raffiniert, wenn sie alt werden. Sie verlegen sich aufs Intrigieren, weil ihnen die Liebe nichts mehr zu sagen hat. Schon dort unten in Indien hat er mich übers Ohr gehauen mit seiner plötzlichen Landesverweserschaft. Nur gut, dass man mir in London keinen Strick draus gedreht hat. Wie ist das damals mit der Vertreibung des Maharaja eigentlich vor sich gegangen? Das Ganze hatte mit einer Spekulation zu tun. Unser Alter hatte sich mit der Standard Oil zu tief eingelassen und dann ist Petroleum entdeckt worden in Jannagar.
Der Fürst war ein anständiger junger Kerl, der gegen die amerikanischen Interessen war. Diese Interessen wurden vertreten von einem Missionar, der aussah, als käme er direkt aus dem Regen von Morem. Der Adebose war delegierter Berater des indischen Vizekönigs bei Maharaja. Als ich von London zu ihm geschickt wurde, war schon alles im Gleiten. Bose hatte zusammen mit dem Missionar das Volk gegen den jungen Fürsten aufgeputscht und der Fürst in seiner Anständigkeit dankte ab. War ein Gentleman, der junge Maharaja von Yamnagar. Und du weißt nicht, wo er jetzt steckt? Steckt, sprich anständig, junger Mann. Seine Majestät residiert irgendwo, aber sie steckt nirgends. Aber warum, verdammt noch einmal, hat man Crawley umgebracht? Um das zu entdecken, bist du da, Sim. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass Crawley am Abend des 23. Juni mit meinem Alten einen großen Krach gehabt hat. Dann kam Crawley mit einer Mappe unterm Arm aus dem Zimmer gelaufen, sprang die Treppen hinunter und war fort. Um 10 Uhr ist dann der alte Bose ebenfalls ausgegangen. Ein unerträglicher Kerl, dieser Crawley. Zuerst hat er mit Professor Dominici Krach, eine Woche vor seinem Tode dann mit seinem Vorgesetzten. Und um allen die Krone aufzusetzen, erlaubt er sich auch noch, auf mysteriöse Art ums Leben zu kommen. Und ich, ausgerechnet ich, soll nun seinen Tod rächen. Schauderbar. Guten Morgen. Gut geschlafen, Natascha? Du solltest Professor Dominici in Ruhe lassen, Kostja. Und warum das? Der Mann weiß doch nichts. Warum willst du ihn zugrunde richten? Weil er ein Intellektueller ist. Und weil ich der Dritte bin, der den Vorteil hat, wenn zwei sich prügeln. Der indische Fürst und England auf der einen Seite, das amerikanische Kapital auf der anderen. Wer trägt den Sieg davon? Wetten, dass es Kostja ist. Agent Baranov, Nummer 72. Und dann setzt sich Kostja zur Ruhe. Aber nicht im Sowjetparadies. In Paris vielleicht. Oder, wer weiß, in Burgund. Die Kirche dort soll ausgezeichnet sein. Du verrätst die Partei. Mein liebes Kind, ich will doch nur Provision. Und die teilen wir. Das Geschäft kann die Partei dann allein aufziehen. Ich nehme Provision links, ich nehme Provision rechts. Geld stinkt nicht. Non olet. Ich weiß nicht, ob es mir noch länger Spaß machte, deine Sekretärin zu bleiben. Dieser amerikanische Missionar, dort unten in Indien, arbeitet uns in die Hand, Natascha. Er hat in Yamnagar amerikanische Wahlmethoden eingeführt. Durch diese sind ein paar Leute ans Ruder gekommen, die nun Kirchen bauen wollen und Tempel zerstören. Es hat schon Ausschreitungen gegeben. Es gärt. Und das ist die Hauptsache. Wir sind immer dankbar, wenn andere Unzufriedenheit stiften. Unsere Leute organisieren die Kleinbauern. Ach, hoffentlich schlagen Sie den Missionar nicht tot, das wäre unangenehm. Amerika müsste dann einschreiten. Die dialektische Methode ist mir lieber und sicherer ist sie auch. Bist du sicher, dass die dialektische Methode Erfolg haben wird? Nun, ich glaube, dass dies durch die Untersuchungen von Marx, Plechanow und Lenin endgültig festgestellt worden ist. Aber würdest du jetzt, statt zu zweifeln, die Freundlichkeit haben, einen Brief zu schreiben? An den Vorsteher des Departements für Justiz und Polizei geht. Herr Staatsanwalt de Mercier, hast du das? Ja, natürlich. Aber was willst du? Unverantwortliche fremde Elemente treiben mit den altbewährten Institutionen einer der ältesten Demokratien Europas ihr frevelhaftes Spiel. Ich spreche nicht nur von den Widersprüchen, in die sich ein bekannter Universitätsprofessor verwickelt hat, sondern auch von dem Patienten, der vor einiger Zeit ins Irrenhaus Bel Air eingeliefert worden ist und interessante Aufschlüsse geben könnte. Geben könnte. Ich würde Ihnen raten, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, sich an eine bestimmte Ärztin zu wenden, die versucht, der Justiz wichtige Fakten vorzuenthalten. Als ehrlicher Schweizer Bürger, den die Ausländerwirtschaft anekelt, möchte ich Sie in Ihrer schweren, streich schwer und schreib schwierig. Schwierig? Schwierigen Säuberungsaktion unterstützen. In der Hoffnung, dass meine bescheidene Hilfe unserem schönen Lande dient, zeichne ich mit ergebenster Hochachtung ein Freund der Genfer Justiz. Genfer Justiz. Hier rein. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Was zum Teufel? Nein, Nummer 72. Es ist nicht das Zimmermädchen, sondern der Reporterkollege vom Globe. Apropos einen guten Rat. Ich würde den Brief nicht abschicken. Ach, Sie sind's. Und warum sollte ich ihn nicht abschicken? Weil ich sonst meinem Freund, dem Kommissär, erzählen müsste, wer ihn geschrieben hat. Wäre das fair? Was ist fair, Monsieur?
Sie sind offizieller Korrespondent der Pravda und ich des Globe. Was wir daneben treiben, ist gleichgültig. Arbeiten Sie jedoch mit den Behörden, so kontaminiere ich ebenfalls bei den Behörden. Lassen Sie die Finger vom Professor. Lassen Sie die Finger von Fräulein Lemoine. Oh, Feuer gefangen. Fräulein Dr. Lemoine ist doch meines Wissens schon mit Dr. Tevenow verlobt, oder? 72? Ich warne Sie. Nennen Sie mich nicht, die macht 72. Noch Zuchthäuser ruft man bei Ihrer Nummer. Was nicht ist, kann auch werden. Ich möchte gerne wissen, was mit dem Patienten los ist, auf den Sie anspielen. Er hat Crowley gesehen. Ich brauchte Ihnen das ja nicht zu sagen, aber immerhin, eine Hand wäscht die andere. Er hat Crowley gesehen? Er war also an jenem Abend an der Place du Molard. Dann war es also der Mann mit den weißen Tennishosen. Und Mitch hat die ganze Zeit davon gewusst? Ich glaube nicht, dass Fräulein Lemoine etwas von der Rolle gewusst hat, die Niedegger in der ganzen Affäre gespielt hat. Eine Statistenrolle. Aber er weiß viel. Schwieriger wird es sein, es aus ihm herauszugraben. Sie haben böse gehaust mit ihm. Sie? Wer sind Sie? Das müssen Sie selber herausfinden. Alle Geschäftsgeheimnisse darf man nicht ausplaudern. Sagen Sie 72... Oh, pardon, Baranov. Wie stehen heute die Standard Oil? Kostja, pass auf! Er will dich nur ausholen. Hören Sie das Mädchen, Oki? Ist das nicht zum aus der Haut fahren? Will einem alten Parteifunktionär die Leviten lesen? Mein liebes Kind, wir machen hier in Tatsachen und nicht in Parteipropaganda. Also, mein lieber Oki, die Sache ist so gut wie perfekt. Und wenn ihr uns doch zuvorkommt, hat das nichts zu sagen. Mit euch lässt sich immer verhandeln. Ihr braucht uns, wir brauchen euch. Nur mit den Amerikanern wollen wir nichts zu tun haben. Euer Sir Eric Bosset hat euch verraten und jetzt macht sich ein amerikanischer Missionar dort unten bemerkbar. Stöbern Sie den vertriebenen Maharaja auf, dann ist alles in Ordnung. Wir einigen uns schon, aber die Amerikaner müssen raus. Was ist das übrigens für ein Vertrag, der Crowley gestohlen worden ist? Darum ist er doch ermordet worden, oder? Hat der alte Bosset mit euch paktieren und ein doppeltes Spiel treiben wollen? Sie glauben gar viel zu wissen. Aber Sie wissen eben doch nichts. Sonst würden Sie vielleicht sogar Angst bekommen. Wegen des fliegenden Gottes machen Sie sich nicht lächerlich. Wenn noch jemand sterben sollte, so werde ich es sicher nicht sein. Ich habe zu tun, Oki. Auf Wiedersehen. 72, 83... Es war mir ein reines Vergnügen. Verdammt! Ja? Hier 72. Benachrichtigen Sie den Meister, dass eine Untersuchung in Bel Air stattfinden wird. Gegen den Professor ist vorzugehen. Schicken Sie die Dokumente an den Staatsanwalt. Ich gebe den Rat, den Patienten stumm zu machen. Geht aber nicht vor morgen. Und warum nicht? Nun, dann schenken wir ihm noch einen Tag. Ach, dass sich eine so schöne Frau wie du, Natascha, für einen Studenten interessiert, ist mir einfach unverständlich. Als du mir in der Pension bei Mademoiselle Sorel das Rendezvous gabst, da klopfte mein Herz. Ich dachte, es würde zerspringen. Mein lieber Jakob. Ich liebe dich, Natascha. Wir müssen vernünftig sein, kleiner Jakob. Wir haben viel zu besprechen. Du musst mir helfen. Du hast doch einen Bruder, nicht wahr? Zwei, Natascha. Wladimir, der Assistenzarzt im Kantonsspital, und Isaac, der Advokat. Ich meine den Advokaten Rosenstock. Ich muss dir etwas gestehen, mein kleiner Jakob. Etwas, das ich dir bei Mademoiselle Sorel nicht sagen konnte. Ich bin gar nicht Sekretärin bei der russischen Delegation, sondern eine Agentin, eine Spionin. Eine Spionin? Ja, und ich arbeite mit einem Agentin zusammen. Schon lange? Es werden bald 4 Jahre sein. Dann bist du natürlich seine Geliebte. Dummer kleiner Junge. Ich bin seine Sekretärin und sonst nichts. Er ist dick und schon ein wenig alt.
Hör, Jakob, du kennst doch den alten Professor. Du hast mir doch einmal erzählt, dass du die Schule geschwänzt hast, um in seine Vorlesungen zu gehen. Professor Dominicé? Ja. Was ist mit ihm? Wladimir, mein Bruder, hat so dunkle Andeutungen gemacht. Der Professor sei in einer schwierigen Situation. Hast du den Professor gern? Außer meinen beiden Brüdern ist er der einzige intelligente Mensch, der in der Stadt Genf herumläuft. Ich meine, unter den Männern. Du bist auch nicht dumm. Danke. Aber ich muss dir jetzt die ganze Geschichte erzählen. Ich will es so kurz wie möglich machen. Dein Professor ist in Gefahr. Und das ist so gekommen. Unser Auftrag war in Genf, Sir Eric Bosset, einen englischen Diplomaten, zu beobachten. Ich machte mich also an seinem Sekretär, einen gewissen Crowley, heran. Oh, Natascha. Reg dich nicht auf, Jakob. Es gelang nicht. Ich interessierte ihn nicht, denn der Sekretär war anders als du. Aber da bemerkten wir, dass Crowley mit dem Professor eng befreundet war und nun beobachteten wir also den Professor. Er ging oft zu einem Apotheker, der ein bekannter Lieferant von Rauschgiften war. Diesen Apotheker, sein Name ist übrigens Ältester, kauften wir uns und erfuhren von ihm, dass der Professor sich mit okkulten Phänomenen beschäftige, rauschgiftsüchtig sei und bis über beide Ohren in Schulden stecke. Oh. Dass Ältesters Apotheke auch noch der Treffpunkt eines geheimen Ordens war, erfuhren wir später. Baranov, mein Partner, machte sich an den Professor heran und wurde sogar einmal zusammen mit mir von Dominicé eingeladen. Für den alten Mann ist dies ein böser Abend geworden. Wie konntest du, Natascha? Mein lieber Jakob. Wenn mein Bruder Isaac erfährt, dass ich mich mit kommunistischen Agenten herumtreibe, ist es um mich geschehen. Aber was tut das? Ich liebe dich. Erzähl weiter. Ich will dich nicht mit Einzelheiten dieser Erpressung quälen. Baranov brachte an jenem Abend den Professor dazu, auf alle seine Bedingungen einzugehen. Er würde Crowley veranlassen, die Vertragsentwürfe von Sir Eric, einem jungen Mann, zwecks Reinschrift und Übersetzung zu diktieren. Diesen jungen Mann namens Niedecker hatte Baranov ebenfalls in der Hand und so erfuhr er den Inhalt sämtlicher Vertragsentwürfe, die uns interessierten. Als Gegenleistung versprach Baranov, dem Professor zu schweigen und ihm 10.000 Franken zur Tilgung seiner Schulden zu bezahlen. Beide haben den Vertrag eingehalten, bis... Bis? Bis kurz vor Crowleys Tod. Da machte Professor Dominici plötzlich nicht mehr mit und schickte Baranov sogar die 10.000 Franken zurück. Baranov konnte gar nichts gegen ihn unternehmen, ohne sich selbst zu dekouvrieren. Und das Merkwürdigste... Niedecker, der für Crowley immer noch Vertragsentwürfe abschrieb, brachte uns die hinverbranntesten Dokumente. Jemand machte sich offensichtlich lustig über uns. Dann verschwand Niedecker. Heute wissen wir, dass er in der Irrenanstalt ist. Und dann kam Crowleys Tod. Ich habe den armen Jungen im Spital aufgesucht, aber nichts aus ihm herausbringen können. Ach. Jakob, heute hat uns Oki, ein englischer Journalist, besucht und da hat Baranov sehr merkwürdig gesprochen. Er weiß etwas, das er vor mir verschweigt. Er sagte etwas von einem Meister. Jakob, du musst mir helfen. Ich kann nicht zu dem englischen Journalisten gehen. Du musst deinen Bruder, dem Advokaten, sagen, er soll sich des Professors annehmen. Baranov will ihn hochgehen lassen. Ja, willst du mir helfen, mein kleiner Jakob? Das Ganze kommt mir wie ein ungeheurer italienischer Salat vor. Du musst klarer sein, Natascha, wenn ich dir helfen soll. Aber ich will dir helfen, auch wenn ich draufgehen sollte. Und auf, passen Sie doch auf! Sie sollten nicht an Ihre Liebste denken, dir Master Oki, wenn Sie morgendliche Spaziergänge machen. Zur Strafe müssen Sie mich jetzt begleiten. Dort unten an der Ecke ist eine stille Brasserie, die gutes, frisches Bier hat. Bei dieser Hitze nicht zu verachten, weil... Herr Staatsrat, guten Morgen. Ich bin begeistert, dass ich Sie getroffen habe. Ich hätte Sie sonst im Büro aufsuchen müssen.
Und sonst geht es Ihnen gut, Herr Martini? Oh, pardon. Ich will sagen, Martinet. Ja, das ist ja ein ganz besonderes Kompliment, mit einem Cocktail verwechselt zu werden. Ja, das ist, geht mir so gut als möglich, wenn man so dick ist wie ich. Oh, wie ist das? Na, da wären wir ja schon. August, bring mir meinen Stuhl. Jawohl, Herr Staatsrat. Ja. Ach, die seht's. Danke, August, danke. Und nun ein großes Helles für mich und für den Herrn eine Whisky-Soda mit Eis. Gerne, Herr Staatsrat. Ja. Ja, und wie kommen Sie mit meinem Kommissar raus, mein lieber Freund? Kommissar Pivy ist die Freundlichkeit selbst und seine Tüchtigkeit ist so groß, dass ich mir überflüssig vorkomme. Die Fähigkeiten der Genfer Polizei... Also, seien Sie sparsam mit Ihren Schmeicheleien. Sonst muss ich erröten wie ein junges Mädchen. Und das würde mir nicht gut stehen bei meiner Korpulenz. Pivy ist tüchtig, aber es fehlt ihm an Fantasie. Sie haben doch die Bekanntschaft meines Staatsanwaltes de Morsier gemacht. Mhm. Wissen Sie, was der jetzt im Sinne hat? Unseren Professor Dominicet zu verhaften. Einfach einsperren, der alte Mann. Unsere internationale Berühmtheit. Aber er hat doch vorher immer... Ja, natürlich hat er vorher immer. Diese Art Leute hat vorher immer eine andere Ansicht gehabt. Aber wehe, wenn Sie diese Ansicht ändern. Mein lieber Procureur, habe ich ihm gestern gesagt, passen Sie auf, Sie werden sich blamieren. Überschlafen Sie die Sache. Und wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Ich werde kein Auge zutun, hat er gesagt, bis ich nicht der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen habe. August, dann kommt unser Getränk. Wir müssen unseren Flüssigkeitsverlust kompensieren. Gott helfe, ist das eine Hitze. Entschuldigen Sie, Herr Staatsrat, aber wir mussten ein neues Fass anstechen. Ja, schon gut, August. Dann ist das Bier wenigstens frisch. So, dann grüßen Sie den Patron. Ich komme heute Abend zu meinem gewohnten Pique. Ja, ja. Also, Herr Journalist, ich habe einen Aufschub herausgeschunden bei unserem Herrn Staatsanwalt. Bis morgen. Morgen soll der Professor verhaftet werden. Natürlich nur unter uns. Sie sind ja Zuschauer. Gewissermaßen handelnder Zuschauer. Ist das eine Hitze? Übrigens, was ich noch sagen wollte... Ja, wir haben ein paar gute Advokaten in unserer Stadt. Zum Beispiel einen gewissen Isaac Rosenstock. Ein tüchtiger Junge. Diplomatisch und in der Politik daheim. Ja, ja. Also, falls Sie einen Rat brauchen sollten. Danke, Herr Staatsrat. Und wissen Sie übrigens, dass wir seit 3 Wochen hohen Besuch in unseren Bauern haben? Den Maharaja von Jan Nagar. Der Name klingt doch wie ein gelber Trompetenruf, finden Sie nicht auch? Nagar. Der ist in Genf? Erstaunen Sie, Master Oki. Aber ich teile Ihnen das nur zur privaten Orientierung mit, denn der Maharaja ist natürlich inkognito. Hier nennt sich George Whistler und hat die Villa des alten de la Rive gemietet. Sie liegt ganz einsam an der Straße, die nach Jussy führt. Übrigens merkwürdig, dass unser demokratischer Sir Eric Bosset Freundschaften mit alten Köchinnen schließt. Ja, ja. Man hat's nicht leicht, wenn man das Departement für Justiz und Polizei unter sich hat. Ich wundere mich, Herr Staatsrat, über Ihre Kombinationsgabe. Warum sind Sie nicht Diplomat geworden? Oh, ich bin nur Zuschauer. Und ich ärgere gern die Leute. Meine Kollegen von den anderen Departements, die hassen mich. Der große Rat hasst mich, aber er braucht mich. Wenn die Leute etwas nötig haben, zu wem kommen sie? Zum dicken Martinet. Übrigens, hier ist meine Telefonnummer, wenn Sie einmal etwas brauchen. 33933. Ist ganz einfach zu merken. 33933. Mhm. Ja, leben Sie wohl, junger Freund. Begeben Sie sich nicht in Gefahr, damit in den schönen Augen einer kleinen Ärztin keine Tränen zu schimmern brauchen. Hallo. Auf Wiedersehen, Herr Staatsrat. Auf Wiedersehen. Master Oki, ich habe noch etwas vergessen. Passen Sie auf, Oki. Alte Damen sind gefährlich.
Alte Damen sind das Gefährlichste, besonders wenn sie Tee trinken. Ja, also leben Sie wohl, Oki. Der große Baumeister sei mit Ihnen. Vor wem hat Sie Martine gewarnt, Mr. Oki? Vor alten Damen, die Tee trinken, Madge. Ah, interessant. Und Sie haben natürlich sofort an Jeanne Pochon gedacht. Hm. Ich glaube, bei ihr werden wir den Schlüssel finden. Niedecker hat bei ihr gewohnt und auch Corbat, der schon früher hier eingeliefert worden ist. Nun, Niedecker werden Sie ja gleich kennenlernen. Vielleicht bringen wir etwas zu sehen. Ja? Niedecker, Fräulein Doktor. Danke, Sie können uns allein lassen, Johnny. So, setzen Sie sich hierher, Monsieur Niedecker. Wir wollen spielen. Ein lustiges Spiel. Und der Herr hier wird auch mitspielen. Monsieur Pierre ist entzückt. Und auch der große Gott. Und viel Fliegen und Wespen, gar sehr viel. Wir wollen mit dem Experiment beginnen. Was für ein Experiment? Das Jungsche Assoziationsexperiment. Mhm. Wir lesen dem Patienten verschiedene Wörter vor und verlangen von ihm, er möge das erste ihm einfallende Wort auf das Reizwort sagen. Die Reaktionszeit, die zwischen der Nennung des Reizwortes und seiner Antwort liegt, gibt uns wichtige Aufschlüsse über das verborgene Innenleben des Patienten. Mhm. Also, fangen wir an. Hören Sie mich an, Monsieur Pierre. An was denken Sie bei dem Wort weiße Toilette? Oh, ja. Park. Mappe. 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 Was ist mit der Mappe? Nimm sie, sagt der Freund. Monsieur Pierre hat so Angst. Und der Park ist dunkel auch. Die Fliegen schlafen. Kleines Haus, darin sind die Berge. Und der Busch. Monsieur Pierre kennt gut den Busch, unter dem die Fliegen die Mappe nicht finden. Fliegen. Das ist ja durchaus verständlich. Das kleine Haus, darin die Berge sind, das kann ja gar nichts anderes sein als das Panorama im Jardin Anglais. Ja. Dort in der Nähe unter einem Busch hat also Niedecker die Mappe versteckt, die ihm Crawley anvertraut hatte. Sie hatten sich offenbar getroffen. Crawley wurde es unter der Wirkung irgendeines Giftes schlecht und Niedecker begleitete ihn zur Toilette. Dann lief Crawley weg. Er brauchte frische Luft und begann sich infolge seiner Vergiftung zu entkleiden. Niedecker brachte die Mappe zum Panorama. Ich werde nachsehen, aber fahren Sie fort. Vielleicht erfahren wir noch einiges. Professor? Der Apostel Petrus. Er streicht seinen Bart und sagt, armer Pierre, jetzt hat sie dich in eine Falle gelockt, die Hexe. Trink nicht! Und sie hat eine kleine Münze in der Hand und die ist heilig. Und die Fliegen, sie stechen, wenn Monsieur Pierre nicht trinken will. Der Tee ist bitter, ganz bitter ist der Tee. Bitter ist das Vergessen. Die alten Damen, die Tee trinken. Versuchen Sie das Wort, das Crawley vor dem Sterben sagte. Sting, don't sting. Monsieur Pierre, stechen. Nicht, nicht! Das blaue Licht! Da steht der alte Mann mit dem Holzgesicht, ganz braun und glatt. Und die Hexe neben ihm. Du bekommst das Zeichen, sagt der Mann. Und die Hexe nickt. Ein, zwei, drei Hexen. Das Zeichen. Sie singen. Die alten Damen singen. Ja, wer singt denn eigentlich so merkwürdige Lieder vor Ihrem Fenster? Ah, halten Sie doch! Nierenschlag. Ist gleich vorüber. Ja, Johnny? Kommen Sie sofort. Niedecker ist ausgerissen. Sofort. Ja. Hier haben Sie Ihr Baby wieder. Oh, Gott sei Dank. Haben Sie die Sängerin nicht gesehen? Nein. Sie hatte sich in der Hecke versteckt. Aber Sie haben ganz recht. Das war die Stimme einer alten Frau. Wo ist er? Ah, Johnny, wir haben ihn wieder. Führen Sie ihn zurück und geben Sie meine Spritze. 8 Zehntel Kubikmuskop. Gewiss, Fräulein Doktor. Übrigens, Corbin ist auf mich losgegangen. Er ist jetzt im Bad. Vielleicht auch eine kleine Spritze? Nicht nötig, gehen Sie jetzt. Monsieur Pierre geht schon. Kommen Sie, Niedecker. Machen Sie keine Geschichten. Wer ist Corbin? Corbin ist ebenfalls ein ehemaliger Mieter der Jeanne Pochon. Alle Ihre Mieter sind heute aufgeregt. Vielleicht fühlen Sie Ihre Nähe. Hören Sie, Madge. Etwas macht mir Sorgen und lässt mich nicht mehr los. Diese merkwürdigen roten Höfe in der Ellenbogenbeuge, die man bei Crawley und auch bei Ältester, dem Apotheker, festgestellt hat. Mr. O'Key, Sie benehmen sich genauso inquisitiv wie mein früherer Freund, Dr. Thévenot. Übrigens hat er sich sehr verändert. Er ist mir recht eigentlich fremd geworden. Aber jetzt, da Sie mich fragen, Corbin und Niedecker,
Beide hatten auch diesen roten Fleck in der Ellenbogenbeuge. Ich habe nicht weiter beachtet, es konnte ja eine Pigmentierung der Haut sein. Und ich glaube einfach nicht, dass es sich um Einstichstellen von einer intravenösen Injektion handelt. Lemoine? Kommen Sie sofort, Fräulein Doktor. Mit Niedecker geht es zu Ende. Rasch. Lähmungserscheinungen, Atemnot, das Herz war wohl zu schwach. Ich komme sofort. Niedecker stirbt. Was? Jonet sagt, sein Herz habe die Spritze nicht ausgehalten. Was ist denn in solch einer Spritze enthalten? Nicht ganz 200 Gramm Morphium und die Scopolaminlösung ist, glaube ich, ein Promille. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe Niedecker doch untersucht. Das Herz war in Ordnung. Merkwürdig. Merkwürdig, dieser Tod nach dem Gesang. Setzen Sie sich, mein lieber Oki. Danke. Sie sind mir nicht böse, wenn ich mich nicht erhebe. Mich plagt der Ischias. Das Wetter ist schuld daran. Sie sehen wirklich nicht ganz glücklich aus, Kommissar. Ja, mir ist traurig zumute. Sie morden nicht nur in unserem braven Genf, Sie brechen auch ein. Und ausgerechnet bei einem Ausländer, einem gewissen George Whistler. So? George Whistler? Kennen Sie ihn etwa auch? Auch? Was meinen Sie damit? Staatsrat Martinet scheint diesen George Whistler zu kennen. Er hat mir selbst die Untersuchung dieses Einbruches übertragen. Takt, hat er gesagt. Mein lieber Pee-wee, ich weiß, Sie besitzen Takt. Und dieser Einbruch? Bedeutungslos. Eine Hintertür wurde mit einem Nachschlüssel geöffnet. Das ist alles. Das ist aber doch kein Grund, ein so unglückliches Gesicht zu machen. Unser Staatsanwalt de Morsier ist übergeschnappt. Er hat getobt wie ein Teufel, der sich aus Versehen in ein Weihwasserbecken gesetzt hat. Und warum? Weil wir die Penchon einem Verhör unterzogen und Professor Dominici nicht verhaftet haben. Aber es widerstrebt mir einfach. De Morsier hat eine Denunziation erhalten. Und ich habe das bestimmte Gefühl, dass eine Frau dahinter steckt. Frau de Morsier? Ja. Eine unangenehme Frauensperson. Macht in Religion und Mystik. Sehr befreundet mit unserer Jeanne Penchon und einer gewissen Agnès Sorel. Die drei Damen versammeln sich jede Woche zwei, dreimal und trinken zusammen Tee. Ach. Was ist Ihnen okay? Alte Damen, die Tee trinken. Es hat da vor Jahren eine sehr dunkle Geschichte gegeben, bei der Frau de Morsier sicher beteiligt war. Angesehene Leute erhielten Erpresserbriefe, die von Affären handelten, die die Betreffenden mit der Justiz gehabt hatten und die dann niedergeschlagen worden waren, um der Oppositionspresse keine Waffen in die Hand zu geben. Die Leute zahlten, bis es einem alten Herrn so dumm wurde und er mit einem Brief zu einem Advokaten lief. Wie hieß der Advokat? Isaac Rosenstock. Und als der auf den Busch klopfte, wissen Sie, wer da zum Vorschein kam? Frau de Morsier? Ja, ganz richtig. Es kam natürlich zu keiner Verhaftung. Frau de Morsier ging aus Gesundheitsrücksichten ein halbes Jahr in ein Sanatorium. De Morsier avancierte zum Staatsanwalt. Er wusste zu viel. Aber natürlich war er es gewesen, der seine Frau mit Stoff versorgt hatte. Und was ist mit dieser Jeanne Pochon? Haben Sie nichts gegen sie? Es war da einmal eine Affäre mit einem ihrer Mieter, einem Bankkassier, Gorba hieß er. Er verließ die Bank mit einem Betrag von 30.000 Franken, um eine Zahlung auszuführen, und kam nicht wieder. Am Abend darauf wurde er von der Penchon ins Irrenhaus eingeliefert, aber das Geld war verschwunden. Aus der Penchon war nur herauszubringen, dass er plötzlich gewalttätig geworden sei und sie deshalb den Arzt angerufen habe. Auch diese Geschichte wurde auf Befehl de Morsiers niedergeschlagen. Ein seltsamer Vogel, dieser Staatsanwalt. Natascha, ich habe Isaac, meinem Bruder, einiges von dem erzählt, was du mir über den Professor gesagt hast. Und er will ihm helfen. Er hat mich beauftragt, den Professor auf heute Abend zu sich einzuladen. Willst du nicht auch kommen, Natascha? Du könntest das alles viel besser erklären als ich. Ja, natürlich werde ich kommen, wenn du es wünschst, mein kleiner Jakob. Na, ihr Verschwörer? Jetzt müsst ihr mir meine gute Stube überlassen. Ich habe Besuch. Aber natürlich, Fräulein Sorel, sofort. Sehen Sie sich meine beiden Untermieter an, Madame de Morsier. Sehen Sie nicht aus wie Cherubim und Herzogin aus Figaros Hochzeit? Voi, che sapete, che cosa è amor. Liebste Natascha, darf ich Ihnen eine alte Freundin vorstellen, Frau de Morsier? Sehr angenehm, Madame. Und mein zweiter Pensionär ist Herr Jakob Rosenstock. Madame. Ich kenne Ihren Bruder. Er wird sich wohl meiner erinnern. Aber es ist vielleicht besser, Sie sprechen nicht von mir. So, Kinder. Und jetzt seid ihr so lieb und lasst uns etwas allein. Auf Wiedersehen, Madame de Morsier, Fräulein Sorel. Adieu, meine Damen.
Meine liebe Freundin, Ihre Angst vor Professor Dominicé ist ganz und gar unbegründet. Den halten wir so. Und Thévenot, finden Sie nicht, liebe Freundin, dass der Mann langsam unbequem wird? Und wenn er unbequem wird, so laden wir ihn eben einfach zum Tee ein. Der Meister hat mir übrigens aufgetragen, auch diesen fremden Engländer, der draußen vor der Stadt in einer einsamen Villa wohnt, an einem Abend zum Tee einzuladen. Er möchte sich sein Haus näher ansehen. Wir werden neuen Tee bestellen müssen, meine Liebe. Unser Vorrat geht zur Neige. Schade nur, dass unser Hauptlieferant uns untreu geworden ist. Untreu geworden? Sie haben wirklich wunderbare dichterische Ausdrücke. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist er uns treu geblieben. Vielleicht sehen wir ihn nächstens im goldenen Himmel. Stell dir vor, mein lieber Wladimir, ich bin wie aus allen Wolken gefallen. Zuerst bittet mich Jakob, ich solle mich doch des Professors annehmen. Und dann telefoniert mir irgendein englischer Journalist in der gleichen Sache. Da habe ich mir gedacht, ich bringe alle diese Leute bei mir zusammen. Da kann man dann in Ruhe darüber reden. Du bist ein richtiger Advokat. Zwei Mordsachen, Wladimir, und du warst bei beiden handelnder, ja, oder sagen wir lieber behandelnder Zuschauer. Eigentlich weiß Thévenot besser Bescheid. Ich bin ja nur ein kleiner Assistenzarzt, während Thévenot die Aufsicht hat. Ja, warum hast du dann Thévenot nicht mitgebracht, wenn er doch besser Bescheid weiß? Thévenot ist vor 4 Tagen in die Ferien und ich muss die Abteilung betreuen. Ja, bitte? Ah, Mr. O'Keefe, nicht wahr? Freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind mir heute Nachmittag warm empfohlen worden. Ich dachte, Sie würden den Professor mitbringen. Das hat Ihr junger Bruder Jakob übernommen. Fein, ja. Stehen uns heute wenigstens 2 bedeutende Giftkenner zur Seite. Ja. Mein Bruder Wladimir interessiert sich nämlich auch gewaltig für Gifte. Der hat sich in einem einsamen Gartenhaus ein Laboratorium eingerichtet und kocht und braut dort Giftpflanzen. Und diese kleinen Versuche haben keine allzu große Bedeutung. Ja, tu doch nicht so bescheiden. Du hast mir doch einmal von einem Hexenrezept vorgeschwärmt und mir geklagt, du hättest niemanden, an dem du es ausprobieren könntest. Red doch nicht so viel. Herein. Also, sehr erfreut, Sie zu sehen, mein lieber Journalist. Und Sie, mein lieber Rosenstock, werden sich wundern, wen Ihr kleiner Bruder noch mitgebracht hat. Ja. Fräulein Natascha Kuligina, die ich einmal in einer höchst unangenehmen Situation kennengelernt habe. Haben Sie sich auf unsere Seite geschlagen, Fräulein Kuligina? Was, ihr kennt euch? Natürlich kennen wir uns. Wir haben oft miteinander zu tun gehabt. Was macht 72? Ich hoffe, Dr. Rosenstock, Ihr politischer Horizont ist nicht zu eng und Sie werden eine Kommunistin bei sich begrüßen können. Wenn Sie auf Seiten unseres Professors stehen, dann sind Sie mir natürlich willkommen. Professor, Sie sind in Gefahr, das wissen Sie. Wäre es da nicht gescheiter, Sie würden uns ganz einfach und sachlich von jenen Leuten erzählen, die Sie aus dem Weg schaffen möchten? Gut. Da Fräulein Kuligina mit Ihrem Bruder hierher gekommen ist, nehme ich an, dass Sie durch Jakob schon ein gutes Teil der Geschichte wissen. Oh, Entschuldigung, bitte. Ja. Isaac Rosenstock. Hier, Kantonsspital. Herr Wladimir Rosenstock, bitte. Ah ja, einen Augenblick, bitte. Wladimir, ja? Du wirst da vom Spital verlangt. Du kannst den Anruf hier in der Halle abnehmen. Ja, Sie entschuldigen mich, bitte. Ja, entschuldigen Sie die Unterbrechung, Herr Professor. Ja, Sie kennen also die Geschichte, wie mich dieser russische Agent Baranow erpresst hat. Aber 8 Tage vor Crawleys Tod erhielt ich einen anderen Besuch. Er stellte sich vor als Mr. George Whistler. Und Whistler sagte mir, er habe vernommen, dass ich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei und dass er mir helfen wolle. Leider muss ich sofort ins Spital, ein schwerer Fall von Lungenembolie. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Adieu, Wladimir. Wiedersehen. Und dann, Herr Professor? Whistler sagte mir, dass sein Name nur ein Pseudonym sei. In Wirklichkeit sei er ein indischer Fürst. Und wenn ich bereit sei, von dieser schändlichen Machination mit Baranow zurückzutreten, würde er mir im Credit Lyonnais ein Bankkonto mit 12.000 Franken eröffnen. Und damit könne ich mich von Baranow loskaufen und gleichzeitig Crawley aufklären. Deshalb also hat sich Crawley am 23. Juni mit Sir Eric Bosset gezankt und ist mit einer Mappe voll wichtiger Dokumente zu Ihnen gekommen. Wissen Sie, wohin diese Mappe verschwunden ist? Ich weiß nichts von einer Mappe. Die Mappe wurde im Jardin Anglais versteckt. Ich habe sie dort gesucht, aber nicht gefunden. Jemand ist mir zuvor gekommen. Ja, was?
Was ist denn da draußen los? Wer ist denn noch draußen? Irgendetwas ist da los. Besser, wir sehen nach. Begleiten Sie mich, Herr Rosenstock. Ja, natürlich. Professor, Sie bleiben bitte hier. Ja. Sie sehen drüben nach und ich auf der Seite. Lösch das Licht, Jakob, dann sehen wir besser, was im Garten vorgeht. Ja, Natascha. Seht ihr etwas? Wer kommt da? Sind Sie es, okay? Herr Rosenstock! Ah! Um Gottes Willen, mach Licht, Jakob! Jean, es ist Dr. Thévenot. Helfen Sie mir, Natascha. Ja. Was ist los? Dr. Thévenot ist durchs Fenster ins Zimmer gestürzt. Ist er? Nein, er lebt noch. Was wollen Sie sagen? Was ist denn geschehen? Dr. Thévenot, er stirbt. Er ist tot. Wie der Läufer von Marathon. Walla. Walla, walla. Vielleicht wollte er voila sagen. Aber warum? Er hatte einen Grund dazu. Oder? Behinderung des Sprechvermögens, scharlachgerötete, heiße, trockene Haut, Lähmung des Auerbachschen Plexus. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrem Büro aufsuche, Herr Staatsrat. Aber ich brauche dringend Ihren Rat. Entschuldigen Sie sich nicht, Master O'Keefe. Einem Landsmann von Edgar Wallace hilft der Dicke, macht ihn ja immer gern. Können Sie mir helfen? Ja, ja, mein junger Freund. Ich habe fast alle Fäden in der Hand. Ich kenne die alten Damen, die Tee trinken. Sie wären ganz harmlos, aber es steckt einer dahinter, den ich nicht finden kann. Der Meister der goldenen Himmel? Der Mann mit dem hölzernen Gesicht? Richtig. Und die Damen, ja, da hätten wir einmal unsere liebe Jeanne Pochon, eine harmlose Natur. Harmlos, die Pochon? Harmlos in dem Sinne, dass sie nur die Befehle ausführt. Übrigens, unser lieber George Whistler hat schon eine Einladung zum Tee erhalten. Und ich habe mit dem Maharaja einen Plan vereinbart. Dieser ganze Fall ist so verwirrt, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Beruhigen Sie sich, Master Oggi, beruhigen Sie. Es wird immer klarer. Bereits heute befinden sich zwei Personen, die den Fall weiter komplizieren könnten, hinter Schloss und Riegel. Wer? Nur Geduld. Nur Geduld, mein Bester. Gleich werden Sie mir vorgeführt. Sie haben einen Logenplatz. Glauben Sie denn, ich spiele nur zum Vergnügen, Piquet? Karten, die man nicht braucht, soll man ablegen. Gestern sind auch zwei Karten abgelegt worden. Sehen Sie, die Sache wird immer klarer. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass der arme Niedecker nicht an einer harmlosen Spritze gestorben ist, sondern dass wir einen Anruf Baranows abgefangen haben, der Patient müsse stumm gemacht werden, dann wird sie beinahe ganz klar. Dieser Niedecker hatte ebenfalls einen Fleck in der Ellenbogenbeule. Ja, 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 lieber Master O'Keefe, das Hexenzeichen, eine Tätowierung, eine harmlose Tätowierung, ein Erkennungsmerkmal, die Mitgliedkarte sozusagen des Vereins zur Hebung des Flugverkehrs auf den Blocksberg. Aber die gebündelten Drähte, die man in drei Fällen gefunden hat. Das Drahtbündel als Erkennungsmarke. Denken Sie an meinen Mitgliedskartenvergleich. Ist es nicht praktisch, unauffällig? Aber warum? Jetzt werde ich Sie einmal historisch verblüffen. Um 1850 lebte in Münster ein Mechaniker namens Braunscheid, der ein Kurpfuscher war. Um Nervenschmerzen zu heilen, nahm er ein Nadelbündel, stach damit in die schmerzende Stelle und rieb dann die leicht blutenden Wunden mit Crotonöl ein. Durch diese Behandlung wurde die Stelle später dunkel pigmentiert. Diese Kur nannte man Brautscheidismus. Die Nadelbündel hießen Lebenswecker. Und Verrücktheiten gehen die verloren. Jetzt wird sie was erleben. Herein! Hier ist der Staatsrat. Was wollen Sie von mir? Ah, mein lieber Pee-Wee. Mit unserem lieben Jeannet. Jeannet, der Pfleger im Irrenhaus Bel Air. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, okay. Monsieur Jeannet, Sie haben einen Fehler gemacht.
Die Art, wie Sie den Ihnen anvertrauten Patienten um die Ecke gebracht haben, war allzu auffällig. Das musste Fräulein Dr. Lemoine doch auffallen. Was ich Sie fragen wollte, wer ist nun der Meister? Ich kenne ihn nicht. Ja, heißt das, dass Sie seinen Namen nicht wissen? Ich habe nur mit ihm gesprochen. Entweder durchs Telefon oder wenn er sein Gesicht mit einer Holzmaske bedeckt hatte. Lieber Pivi, holen Sie mir doch bitte noch den anderen Herrn, der im Vorzimmer wartet. Jawohl, Herr Staatsrat. Baranow. Was, Baranow haben Sie? Ich habe mir das Theater eine Zeit lang angesehen, aber einmal wird die Geschichte auch mir zu dumm. Herr Staatsrat? Mein lieber 72, haben Sie den Meister auch immer nur mit der Holzmaske gesehen? Mit der Negermaske, ja. Ach, ja. Würden Sie mir vielleicht sagen, warum Sie an dieser Sektengeschichte teilgenommen haben? Es war praktisch, Herr Staatsrat. Ich habe viele wichtige Dinge erfahren, wenn die Leute in ihrem Rauschzustand waren. Könnten Sie mir bitte auch noch sagen, wo die geheimnisvollen Sitzungen abgehalten werden? Früher versammelte sich ein kleiner Kreis bei dem Apotheker Ältester. Wo aber die großen Versammlungen abgehalten wurden, weiß ich nicht. Master Oki, Nummer 72 ist übrigens der Herr, der Ihnen beim Suchen der Mappe zuvorgekommen ist. Herein! Grüß Gott, Herr Staatsrat. Ah, mein lieber Prokureur. Die Herren kennen doch meinen Staatsanwalt, Herr de Morsier. Nun, mein Lieber, nehmen Sie an. Ja, ich nehme den Urlaub an. Ausgezeichnet. Ich sehe in Ihrer Hand ein kleines Büchlein. Ihr Pass? Er müsste erneuert werden. Ah, wie klug. Geben Sie her. Wie gut begreife ich, dass Sie ins Ausland möchten. Und noch besser begreife ich, dass Sie sich nicht ans Passbüro wenden wollen. Wir machen das ganz en famille. Bestens. Nicht zu danken, nicht zu danken, mein lieber Prokureur. Der große Baumeister wird Sie beschützen. Und Ihre liebe Frau werde ich unter meine besondere Obhut nehmen. Ja, na, so. Mitch, haben sie dich erwischt? Lieber Cyril, du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass ich das Hexenzeichen in der Ellenbogenbeuge trage. Was haben sie dir angetan? Oh, gar nichts. Das sind Kinder, die mit dem Feuer spielen. Und wer hat dich zu dieser okkulten Versammlung geschleppt? Gar niemand. Der Professor bat mich, ihn zu vertreten und Notizen über die Vorfälle zu machen. Ich fragte ihn, wer denn der Meister sei. Er sagte, er habe ihn noch nie gesehen, er trage immer eine Holzmaske. Aha. Mhm. Dominicé führte mich zu den drei alten Damen, Pochon, Sorel und de Morsier, und diese drei brachten mich in einem geschlossenen Wagen an den Versammlungsort. Ich fragte sie nach Thévenot und sie sagten, Bruder Thévenot habe gesündigt, er habe den Meister erkennen wollen. Schwer sei die Strafe. Zwei schon hätten die gleiche Sünde begangen und beide hätten fliehen müssen aus ihrem Körper. Ach. Hast du denn nicht gefragt, wohin der Meister Dr. Thévenot geschleppt hat? Natürlich habe ich sie gefragt, aber aus den alten Damen war kein Wort herauszubringen. Wir kennen ihn nicht, wir wollen ihn nicht kennen. Hm. Ja, und dann? Sie führten mich ins Versammlungslokal, nachdem sie mir die Augen verbunden hatten. Sie sahen komisch aus, die alten Damen. Alle drei waren in lange, gelbe Schleier gehüllt, die von einem breiten, gelbseidenen Stirnband zusammengehalten wurden. Es wurde viel Tee geschlürft, aber ich habe nur eine Tasse getrunken, ganz zum Schluss. Ich wollte die Wirkung selbst ausprobieren. Hm. Ja, sie war merkwürdig genug. Plötzlich konnte ich fliegen. Ich flog durch die Luft. Oben aus und nirgendwo. Ja, es war ein richtiger Flugtraum. Und sicher war der Tee daran schuld. Einmal wachte ich halb auf, weil ich einen schmerzhaften Stich fühlte. Die alte Pochon machte sich an meinem Arm zu schaffen, aber ich war zu müde, um mich zu wehren. Ab und zu bekamen die drei Frauen Halluzinationen. Und einmal machten sie eine Kollekte. War sie ergiebig? Sehr. Wenn einer nicht zahlen wollte, sagte die de Morsier, gedenkt eurer Verfehlungen. Sollen wir deine Sünden verkünden? Wir haben viele Briefe. Sollen wir sie vorlesen? Nein, heulten sie dann und spendeten großzügig. Dann tranken sie wieder Tee. Ein Salbenbüchslein wurde herumgereicht und damit salbten sie sich die Arme und die Achselhöhlen ein. Mir brummte der Kopf und der linke Arm tat mir weh, aber es war schauerlich interessant. Plötzlich schrillte eine Klingel, alles verstummte
Und dann ertönte eine Stimme. Ich habe gleich gemerkt, dass es einfach ein Lautsprecher war, der an die Telefonleitung angeschlossen war. Die Stimme sprach: Ich habe die Neugier bestrafen müssen. Merkt es euch. Niemand darf den Meister erkennen. Ich bin der Urgrund und das Schweigen. Jeden, der mein heiliges Geheimnis erkunden will, verstoße ich in die Leere. Weh ihm, weh ihm. Mein Gott, das Ganze wäre urkomisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Ja. Natürlich ist diese ganze Mystik nur Vorwand. Dem Mann ist es nur, um das Geld seiner Gemeinde zu tun. Meinst du wirklich? Ja, Mitch. Es ist nur ein ganz gewöhnlicher Lump. Der Meister der goldenen Himmel. Mr. O'Keefe, ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind. Hat sich noch etwas bei der Untersuchung des toten Tevenot ergeben, Herr Rosenstock? Sehen Sie sich das da an. Diesen Zettel habe ich neben der Leiche gefunden. Es muss die Schrift von Dr. Tevenot sein. Lesen Sie. 24. Juni, Tod C. Anwesend Bosé, Charles, Russin, Vla. 26. Juni, Tod E. Anwesend Russin, Vla. Keine akute Tropeinvergiftung, Tod andere Ursache. Wer hat eine Sammlung hölzerner Masken? Vla? Und was hat der sterbende Tevenot gemurmelt? Voilà. Und vielleicht hieß das gar nicht voilà, sondern... Sie meinen... Sofort ins Spital. Er ist nicht dort. Ich habe schon angerufen. Wahrscheinlich ist er bei sich zu Hause in der Villa Mimosa. Kommen Sie, Herr Rosenstock. Rasch. Er ist nicht im Haus. Dort hinten im Garten ist Licht. Das ist das Gewächshaus. Ich gehe voraus. Kommen Sie mir ruhig nach. Aber Vorsicht, keinen Lärm. Er trägt eine Maske. Eine hölzerne Maske. Und es ist noch einer bei ihm. Der Maharaja. Warten Sie. Bleiben Sie hier draußen. Ich will versuchen, ihm Vernunft beizubringen. Aber machen Sie nichts Dummes. Das ganze Gewächshaus ist ein einziger Giftschrank. Ach, du wirst trinken. Ich befehle es dir. Ich habe andere Mittel, um dich zum Trinken zu bringen. Das genügt, mein lieber Bruder. Oh. Was wollen Sie vom Meister der goldenen Himmel? Hör jetzt endlich mit diesem Blödsinn auf! Zieh die Maske aus, Wladimir! Dummkopf! Elender Dummkopf! Warum musst du dich immer in andere Leute Angelegenheiten mischen? Wenn der Kerl das Glas ausgetrunken hätte, wäre er verrückt geworden. Dauernd verrückt, verstehst du? Und ich wäre reich. Die ganzen Petroleumquellen, verstehst du? Niemand hätte mir etwas nachweisen können. Der alte Bosé hätte mich gedeckt. Mit dem habe ich doch zusammengearbeitet. Den ganzen okkulten Zirkel habe ich doch nur aufgebaut, um zu Geld zu kommen. Und morden. Ich wollte ja niemanden umbringen. Aber ich musste, weil sie sonst herausgefunden hätten, wer der Mann mit dem hölzernen Gesicht ist. Isaac, liefere mich ihnen nicht aus. Gib mir eine Chance, Isaac. Wir gehören doch zur selben Familie. Du willst doch nicht, dass sie mich vor Gericht schleppen. Was denn? Die kleine Flasche. Wow. Ja, dort in dem Kästchen. Ja, die kleine Flasche. Gott verzeih mir das. Hier. Ich danke dir, Bruder. Legen Sie den Revolver aus der Hand, Mr. O'Keefe. Wir sind doch in keinem Kriminalfilm. Was haben Sie getan, Rosenstock? Ihr Maharaja ist wohlauf. Etwas mitgenommen, aber sonst in Ordnung. Und mein Bruder ist tot. Er war immerhin mein Bruder. Auch wenn er der Meister der goldenen Himmel war. Thank you.